Servus, meine lieben Arcadians, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind hier bei Professor Fig und versuchen jetzt mit der nächsten Aufgabe der Hauptstory, dem Fieldsaft, keine Ahnung, ich habe jetzt den Namen vergessen, ist jetzt auch Wayne, die Hauptstory ein bisschen weiter voranzutreiben. Ich bin jetzt mal gespannt, weil wir müssen ja in Professor Blacks Labor, in sein Büro, und dann müssen wir uns natürlich dementsprechend auch wahrscheinlich auch verwandeln. Ich gehe davon aus, dass wir uns in Professor Black verwandeln werden, oder dass wir eine andere Möglichkeit haben, oder uns in die Weasley verwandeln werden, keine Ahnung. Zumindest die Vermutung. Ob es jetzt so ist, werden wir sehen. So, Professor Figgy Fick, was geht? Ich hoffe... Professor Fick, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir, da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope, aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige, einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Wie geil. Geil, schön. Also ich habe doch richtig vermutet, wir sind Professor Black. Ja, geil. Ach, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier auch dementsprechend so ein paar Sachen erfinden können. Das wird lustig. Ah, schön. Der, geil. Oh, Professor Black, ich werde verrückt. Wir können aber nicht zaubern, stelle ich gerade fest. Okay. Gut. Dann suchen wir mal nach Kogawa. Der Kogawa. Und, gucken wir mal, was passiert. Hätten Sie einen hier. Moment, Professor? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Wieso nicht?
Okay, ich glaube, Professor Black würde jetzt wahrscheinlich sagen, ach wirklich, aber ich glaube, ich entscheide, was besser ist. Keine Sorge, Sharp, Sie können ganz offen sein. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Furunkel. Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Geil. Okay, der hat also Furunkel. Ist jetzt nur die Frage, wo er die Furunkel hat, ne? Wie geil ist das denn? Ich bin Wahnsinn. Geil. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann trauere ich um die Zukunft unserer Welt. Ach, das macht mir jetzt schon Spaß. Geil. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Ja, hier bin ich auch. Also, respektiere mich. Gareth, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht, irgendwo sein? Ach, Professor, ja, natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre. Brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem guten Benehmen, Sir. Ich habe Sie im Auge, Mr. Weasley. Laut Mr. Redding vom Honigtopf sind kürzlich einige seiner Billywick-Stacheln eine ausgezeichnete Trankzutat. Und ich weiß, Sie haben für Tränke durchaus was übrig. Was? Aber Sir, ich war noch nicht mal in der Nähe vom Honigtopf. Schluss damit! Seien Sie versichert, meine Augen und Ohren sind überall. Weitergehen, Mr. Weasley. Geil. Ja, ist alles in Ordnung, ne? Ja, passt schon. Das ist für mein Tagebuch. Ja, ich hab dich schön gelingt, mein Freund hier. Ich glaube, das kannst du mal schön vergessen. Haha, wie geil. Ah, das macht ja schon irgendwie Spaß. Hoffentlich bleibt es noch so ein bisschen. Die Furunkeln. Ich spreche gerade zusammen. Alter Schwede. Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Ich werde dich ganz schön... Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Ah, schön. Schön. Professor Black stimmt etwas ganz und gar nicht. Diptam und Bubotubler-Eiter? Schnurrbartpaste? Schnurrbartpaste. Ey, Hammer hat. Hallo, ich meine, aus dem Weg, Kinder. Geil. Professor, auf ein Wort. Ach, wie schön. Gern sprechen, Professor. Ja, komm nur Professor, her. Komm, komm mal. Wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut? Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich... manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Das wäre unklug. Bitte tun Sie das. Ich würde sagen, das wäre unklug. Ich würde meinen, Sie hätten etwas Besseres zu tun. Wo ist denn nur mein Elf? Guten Tag, Professor. Und ich habe Scrub in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl?
Guten Tag, Madame Kogawa. Ah, schön. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Wie geil. Das ist so schön, ey. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. Ach Mann, das macht mir schon Spaß, gell? Ehrlich gesagt, ich find's toll. Ich find's einfach toll. Ach, wie geil. So, der Hauself ist also in der großen Halle. Das finde ich nice. Jetzt hoffe ich schon, dass ich den Weg auch direkt dahin finde. Oh, das ist auch so eine Truhe. Gut, bei dem Anblick würde ich jetzt wahrscheinlich auch, geil einfach nur. Ah, klasse. Okay. Oh, den haben wir hier noch gar nicht. Den Kolleghof. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich jetzt eigentlich hin genau? Lass mich mal schauen. Bevor ich mich da jetzt irgendwie unsinnig hier verrenne. Die große Treppe, die große Halle, genau. Passage einer Geächse, Flohflamm, Flohflamm, Flohflamm. Ja, wo ist jetzt nur... Ah, da ist die große Halle, ich bin auf dem falschen Weg, okay. Das heißt, einmal zurück und dahin. Wie geil. Also das macht mir schon Spaß, ey. Es ist schade, dass es keinen Filzauftrag in Esch gibt. Ich hätte mich auch gerne als unseren Rektor verkleidet, ey, hätte die ganze Belegschaft durchgenagelt. Nein, jetzt nicht in dem Sinne, aber hätte mir schon Spaß gemacht. So. So, hier ist das Kolleg. Kann man hier noch irgendwem auf den Sack gehen? Wäre zu schön, oder? Oh. Haha, unser nächstes Opfer. Geil. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZAGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar, Sir. Hab ihn bei der Bibliothek gesehen. Hat mir sogar mit meinen, schweren Büchern geholfen. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Schön. Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Es ist so geil, dass es keiner hinterfragt, aber der so gehasst ist, dass es die überhaupt nicht interessiert. Geil. Schön. Ah, klasse, ey. Komm, haben wir noch jemanden, wo wir mobben können? Irgendwie, irgendwas, irgendwo? Ich find's geil. Stark und stolz, Reinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Oh, das sehe ich schon, aber na, das ist jetzt blöd, dass wir das jetzt nicht machen können, ne? Müssen wir uns merken, hier vor der großen Ralle ist da noch so eine Seite. Geil. Professor, dich kurz stören. Jetzt wird's gut. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Was? Und ich vermisse ihn nicht. Er kümmert sich um Ministeriumsangelegenheiten. Okay. Normalerweise, ich glaube, das wäre so eine richtige Black-Antwort. Das machen wir jetzt auch. Das ist mir klar. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der fünften Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Oh, die Alte ist gar nicht so dumm. Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, 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 das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Ich... Also, ich... Danke.
aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Ist geil, einfach nur. Ist einfach nur geil. Geil. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Ich werde diesen Mann nie verstehen. Es ist einfach nur geil. Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Das ist, ich find's einfach nur geil, wie das so, wie die einfach, wenn der mal nett ist, sind sie einfach nur alle, was ist mit dem kaputt? Geil, und wenn er so arsch ist wie immer, oh, das ist unser Schulleiter, der passt schon. Geil, wie man nur so gehasst sein kann. Das ist hart, Alter, das ist einfach nur hart, ey. Das ist geil. Ah, schön, ey, das macht mir ja richtig Spaß gerade, ey, das ist auch geil. Der ist so arschig, dass es schon auffällt, wenn er mal nicht arschig ist, ey. Schön. Oh, wenn der Meister sieht, welch wundervolle Arbeit Scrope leistet. Da können wir gleich mal gucken. So, das ist Scrope, aber ich habe eben gesehen, wir können auch mit dem Ding hier hantieren. Geil. Achtung, Schüler. Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den beeindruckenden Bannern von Slytherin geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Ich glaube, wenn der Fick zurückkommt, wenn der Black zurückkommt, kriegt er gleich einen Schlaganfall, Alter. Wie geil ist das denn? Ich schlag mich kaputt, ey. Ha, geil. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Was soll das denn, ey? Geil. Ich hab's mir anders überlegt. Du stellst mich in Frage. Ja, du stellst mich in Frage, ist eine gute Sache. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bitte um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks. Ah, schön. Meister. Ja, natürlich. Ich, Der Meister erinnert sich doch sicher. etwas mit meiner Familie, etwas mit Stärke. Stets reinblütig, glaube ich. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ah, noch. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Meins auch. Na gut. Toujours pur. Da wäre noch etwas, Scrope. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrope mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrope. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh. Was ich total geil finde, ist, normalerweise hat er sein Hauself jetzt entbunden. Der dürfte jetzt eigentlich frei sein, weil der hatte mir ja das Buch geschenkt. Wie geil. Das wäre jetzt ein Knaller, wenn er ihn jetzt da um seinen Schatz gebracht hat, Alter. Ich würde mich kaputt schmeißen, ey. Die haben den Plex so verarscht, dass es geil ist gerade. Auch nicht schlecht. Ah, Mert. Unfassbar. Ich schlag mich kaputt. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Alter. Geil. Ich hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Ach, schade. Es wäre zu schön, wenn wir mehr von diesen, Hauptquests hätten, wo ich mich einfach nur beömmeln könnte vor Lachen. Zu geil einfach nur. Zu geil. Ah, da hat der Professor Black mal schön sein Fett weggekriegt. Da hängen die Slytherin-Banner. Schön. Ah, klasse. So, dann geht's auf in den Schulleiter, zum Wasserspeier des Schulleiters. Vorher muss ich aber nochmal testen, ob wir noch irgendwelche Sidequests haben und wir holen diese eine Seite, wo da noch ist. So, haben wir noch was an Aufträgen eventuell? Prüfung von Neon Fitzgerald, genau. Wie geil ist das denn, ey? Wie geil. Ich krieg mich nicht mehr ein.
Schön. Ah, schön den Schulleiter, der verarscht alle. Vor allem mit seinem Frau Runge, die am Arsch hat alle. Unfassbar. Der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den vier Hausmaskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts. Gemeinsam mit den Gründern Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung des stetig veränderten Grundrisses zugeschrieben wird. Okay, sehr interessant. Was ist hier noch? Ah, da haben wir wieder so eine Tür. Nice Sache. Da wir ja das ganze Spiel jetzt kennen, das ist ja die 2, das heißt die 4. Das heißt, hier müsste die Eule auf die 1, weil das die 0 ist. Genau. Und dann haben wir die 5, die 1. Und dann brauchen wir noch für die 11 die 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre das komische Fieder. Wo ist jetzt nur das zweite? Das zweite Teil. Das ist eine gute Frage, ne? Okay. Ich glaube, das ist da irgendwo auf der Treppe, oder meine ich? War das hier irgendwo? Ah, wohl. Kurz Moment. Genau. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Irgendwo war auch das zweite. Ich weiß, dass es hier irgendwo im Gang war. Ich meine, es war so. So. Die Eule und dieses komische Teil da, gell? Da ist es. Ah, super. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Das hier müsste es gewesen sein. Genau, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich keine Lust, hier die ganze Zeit hier hoch und runter zu rennen, weil es falsch ist. Sollte aber passen, weil das haben wir jetzt schon herausgefunden ein paar Mal, dass das ja jetzt so nach dem Zahlenmuster geht. Jawoll! Perfekt. So, was haben wir hier? Blaue Sonnenschutzbrille. Nice. Die werden wir auch gleich mal ausrüsten. Der einfach nur so geil. Ich kann mich nicht drüber trösten, dass wir die Lehre so verarscht haben. Ey, Hammer hat. So, was brauchen wir hier? Oh, 73, keine Eigenschaft zugewendet. Müssen wir nachher mal gucken, ob wir da eventuell etwas bereitzaubern können. So, dass wir die eventuell ein bisschen verstärken. Wir haben ja schließlich die ganzen Sachen. Genau, die Brille war jetzt... geil. Nein, 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 die da war das, genau. Ich habe mich da voll festgefressen in dem Outfit. Ich weiß nicht warum. Er nennt mich so ein Assassin's Creed. Das ist geil. Ach, und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Stimmt, das habe ich auch vergessen. Wir werden jetzt für unsere Talentpunkte jetzt noch so einen zweiten. Haben wir da was überhaupt, was wir jetzt nehmen können gerade? Bombarda. Starke Explosion mit gewaltigem Bereich aus. Glacius. Depulso. Incendio. Treffen wir Verwandlungszauber gegen explosive Objekte. Na, na. Bombarda können wir jetzt mal machen, ne? So, dunkle Künste. Da fehlt uns jetzt noch was. Verflucht andere Ziele mit einem Angriff. Das ist gut. Nein, 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 nein. Du sollst da wieder zurückgehen. Ich will jetzt nicht zu viele Haupttalente verschwenden, aber... was haben wir hier? Protege-Expertise. Was ist drauf? In Luft erhöht die alte Magienanzeigenstärke. Erhöht die Reichweite von Revelio. Neues Zauberset wird zugefügt. Zauberwissen. Ja, auf jeden Fall brauchen wir ein neues Zauberset, das ist wichtig. Der Mega-Power-Trank mit besserer Heilwirkung, das ist auch gut. Stupor. Perfekt abgestimmt. Protego lässt eine starke Explosion los. Na, ich bin da so ein bisschen, was das angeht. Naja. Basis-Zaubertreffer gegen Gegner in der Luft erhöht die alte Magieanzeigestärke. Das passt schon. So, haben wir noch was unter Schleichen? Schleichen haben wir komplett, weil Schleichen ist das Haupt, was wir machen.
So, den Raum der Wünsche brauchen wir eher weniger. Wir haben ja sowieso schon alles, was wir brauchen. Das heißt, jetzt, wir behalten jetzt mal die Sachen. Auf jeden Fall mir auch wichtig, dass wir ein neues Zauberset haben. Weil da kann ich nämlich hier jetzt unser Standard nämlich einflößen. Das wäre jetzt in diesem Fall... was haben wir hier? Genau. Desillusionierung. Dann passt das hier schon oben schon mal. Und Confringo, das brauchen wir sowieso. Dann würde ich hier gerne Expelliarmus reinfolzen. Descendo bleibt hier. Da haben wir Dings, genau. Dann haben wir noch Bombarder, was wir hier reinnehmen können. Und dann würde ich dann die 1 würde ich denke mal Imperio setzen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich kann mir ja immer noch ändern später. Aber mir geht es nur darum, dass wir jetzt nicht dauerhaft jedes Mal ins Menü gehen müssen, um die Sachen hier zu wechseln. So. Hey, der ist ja unsichtbar. Ich sagte doch, du bist sehr clever. Clever? Wie beleidigend. Gut, ein Genie. Zufrieden. Leidlich. Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Oh, Moment mal. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja, ein paar Monde haben wir. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wunderbar, wirklich. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humore zaubern. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Okay, da habe ich jetzt gehofft, dass das jetzt reicht, weil wir schon ein paar Monde haben, aber gut. Oh, was haben wir hier? Achso, nee, das war ja schon das. Was ist der schon wieder hier? Überhaupt nicht. Tja, geil. Total bescheuert. So, Aufträge. Prüfung von Niam Fitzgerald. So, der werden wir uns jetzt annehmen. Wir wollen ja schließlich auch im Schulleiter. Vom Schulleiter das Ganze. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Wir wollen schließlich auch die Prüfungen weitermachen, damit wir in der Hauptstory voranschreiten können. Vor allem bin ich jetzt mal gespannt, wie es im Büro des Schulleiters aussieht. Ob es auch wie in den Filmen wie bei Dumbledore so aussieht oder ganz anders. Da. Alter, die große Treppe ist schon übel, ey. Was die sich geändert hat mit den Jahren in den Spielen. Wenn ich mich noch ans erste Harry Potter erinnere, das war einfach so auch so eine Rolltreppe, die sich einfach gar nicht bewegt hat, ey. Ist auch geil. Da war die große Halle sehr spektakulär, ne? Im Stein der Weisen, was ich übrigens auch schon mal gesplayt habe. Ist schon geil. Oh. 3 und 9, 12. Fehlen noch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist der Salamander. Salamander ist die 2. Ah, haben wir schon mal hier? Oh, schön. Da wäre ich jetzt mal schön gelingt hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 9. 12. 6. 7. Okay, sorry, mein Fehler. Das ist der Oktopus. Genau. So, vor allem Dinge, die meinen immer, die Ravenclaws, die werden intelligent, ey, wir sind denen voll überlegen. So, 5 und 2, 17 auf 23 sind 5. 1, 2, 3, 4, 5, das ist das andere Teil. Genau. 0, 2. Hab ich jetzt bescheuert? Jetzt bin ich mal gespannt. Oder hab ich mich schon verguckt eben? Also die 8 ist es schon mal nett.
So, jetzt machen wir mal die Eule. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich verpasst habe eben. Nein. Dann der Salamander, oder was? 1, 2, 3, 4. Habe ich mich gerade eben vertan? Ach, egal, wir haben es offen. Was soll's. Schuluniform mit Pullover im Rautenmuster. Sehr schön. Und großer Tisch ist der rein, haben wir aktualisiert. Nice. So, Professor Black, willkommen. Stets reinblütig. Toujours pure oder sowas. Total bekloppt. So, schauen wir mal. Wir haben auch immer noch nicht, außer den Ravenclaw-Tau, wir haben das Hufflepuff-Geheim versteckt noch nicht gefunden, gell? Hm. Trophäenraum. Oh, da ist eine Truhe. Nehmen wir gleich schon mit. Die Kohle nehme ich immer. Hurra! Hallo! Wie schön, Sie zu sehen! Jawohl, noch eine Seite. Die Trollrüstung. Diese ungewünschte Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und wenn sie verständlicherweise in eine Verwirrung oder Wut zertrümmern. Mhm. Verwirrung oder Wut zertrümmern, wie geil. Oh, da vorne ist noch eine Seite. Reveal. Trophäenraum. In diesem Raum befindet sich Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert harter Arbeit erinnert zu werden. Oh, da vorne ist noch einer. Alter, Hauselfrüstung. Diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt. Der wollte, dass ein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauber zu beschränkt, um zu erkennen, dass eine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden kann. In dem Moment, in dem sie die Elf, sie anlegte, disappearte er und verschwand auf. Nimm mehr Wiedersehen. Geil. Geil. Und schlicht. Okay, ich find's immer wieder schön, wie die sich gegenseitig immer so linken, ey, die Zauberer, das ist geil, da sieht man mal, wie dumm die eigentlich sind. So, wir müssen doch eigentlich gleich da sein, würde ich mal sagen, ne? Im Büro des Schulleiters. Oh, ist das eine 1? Ah, Stufe 2, scheiße. Wir haben noch so viel zu entdecken, ey, unglaublich. Schade, dass wir als Professor Black an der Prüfung teilnehmen könnten, das finde ich auch lustig. So. Ah, da ist noch eine Seite, nice. Der Wasserspeicher. Hier muss ich das Passwort sagen. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollte. Der wird einfach nur gemobbt hier, das ist unfassbar geil. So, haben wir hier noch was? Okay, da fehlt ein Schlüssel. Sieht mir... Kann das sein, dass wir hier die daedalischen Schlüssel brauchen? Hm. Okay. Zitronen-Sorbet. Wie im Film. Wäre zu schön.